Und da sind wir wieder zurück zu Fallout. Marcy, what the fuck? Marcy Loing? Ich bin gerade hier am Ansagen und dann labert die mir einfach rein. Mama Murphy, achso, ich soll dir mal ein paar Drogen geben, hat Himmel und die gemeint, ja gut. Hey. Hast du Mentats für mich? Wollen wir sehen, wohin uns das dritte Auge dieses Mal führt? Ja, komm, gönn dir halt mal eine Schublade. Bitte. Ah, hervorragend. Ich spüre, wie das dritte Auge sich öffnet. Du bist dem Mann auf der Spur, der dir deinen Jungen genommen hat. Ich sehe ein Haus, fest verriegelt. Ketten angelegt von einem lächelnden Hai. Aber es gibt eine Alternative. Ich sehe sie. Ein Schlüssel. Verloren, vergessen. Nach unten gefallen. Sieh dir die Stühle unter dem Haus genauer an. Sie beherbergen das Geheimnis. Das haben wir alles schon gemacht, Mama Murphy. Mach dir wegen mir keine Sorgen, Kind. Die Camps spielen gerade ein wenig verrückt. Ich werd schon wieder. Früher oder später. Ja, das, ich glaube, sie meint damit das Versteck von Kellogg und eben diesen Schalter unter seinem Schreibtisch. Aber das haben wir alles schon gemacht, Mutter. Ja, was haben wir für Quests im Moment? Quests. Das leuchtende Meer, das Quartiermeister, eine Nachricht von Voltec. Weit weg von zu Hause, reise zum Haus der Nakanos. Ich glaube, das hier ist so das Nächste, was ihr gerne machen wollen würdet. Ihr habt geschrieben, oder ja doch geschrieben, dass ihr gerne nach Far Harbor wollt. Und das finden wir hier hinten. Ich würde sagen, wir machen uns einfach mal dahin. Landhaus an der Küste. Was? 14 Leute. Wir müssen echt auch demnächst mal wieder nach unseren Städten gucken. Wo wollen wir jetzt erstmal nach Far Harbor reisen und dann da alles so weit erledigen? Das dauert dann eh eine ganze Weile. Aber spätestens, wenn wir dann zurückkommen, müssen wir uns um die ganzen Lager kümmern. Das sind so viel. 14 Leute. Wie viel haben wir in Sanctuary? 9 oder so? It can't be! Das muss ich mir jetzt kurz... Leute, seid ihr 14 hier? Ah ja, wir haben 2 Betten. Ist das nicht ein bisschen das ist shit. Guten Tag. Wollt ihr nicht alle nach Spectacle Island vielleicht? Shit, ey. Gib mal zur Seite, bitte. Danke. Leute, nicht rum. Wieso nicht rumschieben? Ich mache euch gleich nur noch Schlafsäcke hin, wenn ihr mich so rumschiebt. So. Okay, jetzt da drüben vielleicht noch. Da kommt das Bett hin, von dem der einfach immer grantelig ist den ganzen Tag. Da stehen schon 2 drin. Möglicherweise müssen hier ein paar einfach unter freiem Himmel schlafen. Das habt ihr jetzt halt davon. Beziehungsweise, ja doch. Ich will mich jetzt hier nicht großartig aufhalten. Ich mach noch kurz Wasser und Schutz voll, dann passt es. Ja, Schutz. Dann nehmen wir natürlich ganz klar Wachposten, weil jetzt haben wir hier so viele Leute. Das heißt, die könnt ihr auch alle schön besetzen, diese Wachposten. Hier machen wir einen hin. Müssen wir jetzt gleich Schutz 4 haben. Jawohl, hat funktioniert. Jetzt machen wir hier oben noch einen hin. Schutz 6 und da drüben noch. Nee, nicht. Ach, ich doch dahin bauen sollen. Sind sie halt nebeneinander. Schutz 6 und da hinten noch Schutz 8. Nein, wir brauchen ja 14. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Hallo, Monsieur. Das sieht hier aber so kacke aus. Das ist dann so. Es schwebt dann. Ah, so geht es ja eigentlich noch. Ja, es geht noch. Es geht noch. Oh Gott, ist die Zone groß hier. Cool. Okay, alles klar. So. Und dann machen wir halt doch noch ein paar. Noch ein paar Dinge hin. Noch ein Geschütz. Jawohl. Jawohl, so viel Zeug. Da ist jemand? Da ist nichts mehr. Ach, Kay, du bist es, oder was? Wer ist da? Oh Gott, das ist doch ein Ding. Raider! Räder! Ach Gott, das sind doch Räder! Kate! Mich einfach Bastard, das ist die bescheuert. Ja, falsche Wumme. Jawohl, doch. Das war letztes Mal, glaube ich, auch mal, als wir hier waren. Da waren auch die Raider. Leute, schießt doch mal alle. Kommt mal ran, ihr seid doch 14. Kate macht wieder gar nichts, okay. Der müssen wir das Dönermesser geben. Wie sind die Leute hinwinken? Ja, ist in Ordnung. Na komm, ich mach jetzt noch mal so einen Geschützturm hier hin. Scheinbar kommen sie ja von hier. Und ein, sowas. Bis das vorbei ist. Und dann hier drüben noch eins hin. Und dann sind wir voll mit Schutz. Auch wenn das hier überhaupt. Na wohl doch, da können sie drüber schießen. So, du. Ne, halt, Kate, du nicht. Du. Dahin. Ja.
Ah, oh, jetzt wurden alle zugewiesen. 17. Ja, ist ein bisschen viel. Egal. Und Wasser halt noch und dann gehen wir mal los. Zu den Nakanos oder Makanos oder wie sie heißen. Denn da geht die Post ab. Leute, euer Wasser wird hier geschehen. Hier wird die Wasserparty geschehen, genau. Right hey. Exactly right hey. Da noch eins hin und hier noch eins. Essen 0? Och nee, komm. Habe ich die jetzt irgendwie gerade abgezogen von ihrem eigentlichen, von ihrem Essensauftrag? Hatten wir hier nicht schon ein paar Menschen, die Essen gemacht haben? Ich würde sagen, das machen wir hier hinten hin. Hinter die Leute, die uns bewachen. Damit wir hier das Essen schützen können. Ah. Voll, davon haben wir noch ultra viel. Macht das jemand freiwillig? Ne? Okay. Ach Gott, dieses blöde Pflanzen. Das ist wieder ein Riesenspaß. Und die Knöpfe werden so ultraschnell gedrückt mit der neuen Tastatur. Bei der alten muss ich richtig rumkrebeln, ja? Muss ich da drauf pusten und die sind an. Kate. Ah. Übernimmt das mal jemand? Bist du? Sehr gut. Bitteschön. Okay. Der kann bis zu 7 Futter. Kann er nehmen. Hat er jetzt nicht genug, oder was? Habe ich nicht genug gepflanzt? Kann das sein? Hier haben wir noch. Wir haben einfach nichts mehr. Wir haben nichts mehr am Start, hä? Ist das verbunden? Ist das richtig verbunden mit der. Ja, ist es. Ist irgendwas noch nicht verbunden? Die Pridwin. Und Dunkelwasserbaustelle. Okay. Und wo ist dieses Teil, wo wir der Kate geholfen haben? Achso, das gehört noch nicht uns, ja klar. Also Dunkelwasserbaustelle und Pridwin. Da würde ich einfach jetzt jemanden noch von hier hinschicken. Wir haben ja 800 Leute. So, zack. Und es ist aber nicht. Es ist nicht nach Ding sortiert, ne? Ja. Dunkelwasserbaustelle. Kann man die Pridwin überhaupt ansteuern? Weiß ich nicht, glaube nicht. Bin ich blind? Habe ich sie nicht gesehen? Kann das, ne, die ist das nicht, oder? Gut. Wir haben den Flughafen, der zählt ja praktisch auch dafür. Achso, ja, und wisst ihr was? Ich schicke jetzt einfach nochmal jemanden, dich. Schicke ich jetzt hier noch an die. Die Burg ist voll, oder was? Oh. Warum ist es voll? Ist es voll? Kann ich irgendwie. Ich glaube, wir kennen uns noch nicht. Hallo. Nicht gerade das Paar. Soll ich irgendwo. Erstmal. Tauschen. Ich will nur etwas Ausrüstung mit dir tauschen. Na, hast du zufällig doch Geld dabei, Siedlerin? Das brauchst du ja nicht. Willkommen in der Siedlung. Mit der Ernte läuft es ziemlich gut. Ja, mit der Ernte läuft es hervorragend. Warum? Was ist hier los? 18! Ach du Scheiße. Ja, die sind voll. 18. Aber wisst ihr was? Das liegt an meinem Skill. Wenn ich irgendwo auflevele, also ich glaube bei Charisma, dann kriegen wir mehr rein. Dann können wir mehr Leute haben. Und das muss ein spezieller Perk sein, so wie. Nein. Das hier vielleicht? Nein. Keine Ahnung. Partyhengst. Und du wirst niemals. Ach, apropos alkoholabhängig. Ihr habt mir gesagt, dass ich. Euch ist aufgefallen, dass da unten rechts dieses rote Tablettchen ist. Ich bin nämlich süchtig. Hier unten ist diese Tablette in diesem Modus hier. Das heißt, dass ich süchtig bin und das all die Jahre nicht mitbekommen habe. Wahrscheinlich Jetsüchtig. Okay. Hä? Da waren wir doch schon. Naja. Wir gehen jetzt zu den Mikados, denn wir wollen hier Action. Action. Die wohnen irgendwie, ich glaube, der da hinten dran oder sowas. Krass, voll weit. Habe ich gar nicht mehr so arg in Erinnerung. Hier ist ja nichts. Sind hier irgendwo Feinde verbuddelt? Das ist doch schon wieder so eine Straße, wo gleich jemand aufploppt. Das ist echt cooler Strand. Da vorne steht jemand. Da ist ein Leuchten, da habt ihr ihn gesehen, da hinten. Ja. Wow. Hallo, Villagul. Kommst du zu mir? Nein, Wolkar. Hallo? Hallo? Ja, also. Ist da drin auch jemand? Nee. Netter Versuch, Arschloch. Kate, nicht immer so grob. Sag mal, warum. Was? Lass nicht zurück, was hilfreich sein könnte. Der ist irgendwie weg.
Der eine ist aus Versehen weggegangen. Also die würde ich doch, den würde ich gerne noch abschnitzen. Hallo. Oh. Da steht auch einer im Wasser. Okay. Was ist, wenn ich hier umschieße? Oh, 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 wow, wow, wow. Okay. Schild. Oh, Silbermedaillon. Sehr nice. Da ist auch noch ein Ghoul. Geeignete Blutprobe. Sehr schön, sehr schön. Hier ist es gerade voll idyllisch, oder? Das ist richtig schön. Schöner kleiner Ort. Eine schöne kleine Stelle. Ja, ich hab da schon auf ihn geschossen. Bei dem passiert ja gar nichts. Also ich denke, er ist stuck da vorne, ne? Ich glaube, dass er stuck, ja. Halt er sich? Ja, ganz leicht. Da oben läuft ein Feind rum. Ist hier noch die Fabrik, der direkt hinten dran? Die haben wir mal frei gemacht. Frei von Leuten. Und dann kam auf einmal die Knödel ran, da die Sins. Und sind ausgerastet. Ist der gerade ins Wasser gefallen? Ach komm, Kate, der Kate, er kommt, ist in Ordnung, er kommt schon. Bam, alter Bitch! Kate macht ihn tot! Oh ne, jetzt sackt er da, oder wie? Jetzt rastet sie aber richtig aus, die Kate. Hoppala. Das war nicht geplant. Na, ja, komm mal her. Dummkopf. Jetzt kann er auf einmal richtig zu mir hinsteppen. Radiation, Wumme wird nicht so stark sein, nehme ich an. So, jetzt. Nein. Nicht mit deinem Kopf angeschossen. Dankeschön. Oh. Also, dass ich da daneben geschossen habe, war ein bisschen schwach. Ah, jetzt ist auch hier noch das Pisswasser hier. Das ist noch nicht in GTA. Hat ihr das damit geschossen? Ah, nukleares Material ist, glaube ich, gar nicht mal so unwichtig. So. Und jetzt sind wir gleich bei den Makanos, Takatos, Takeshis. Doch nicht? Doch, da hinten, ganz da hinten kommen sie. Hier ist alles noch nichts, da liegt irgendwas rum. Da ist aber keine Leiche. Ja, ich habe jetzt wie gesagt diesen dicken Bommel am Mikrofon. Muss aber auch sagen, ich habe glaube ich die Einstellung gerade falsch. Sonst habe ich immer... Das ist nämlich mit OBS immer auf 100% auf, also bei Fallout. Das Mikrofon, jetzt ist es aber gerade auf minus 4 Dezibel. Ich hoffe, ich bin nicht zu leise. Na, wisst ihr was, ich stelle es einfach schon um. So. So nehme ich eigentlich immer auf. Da läuft noch alles, sehr gut. Ja. Diesen dicken Bommel habe ich jetzt dran gemacht. Wo sind wir denn? Wir sind schon komplett verschwunden. Davor habe ich ja diesen anderen Popschutz oder Popkiller oder wie es eben auch immer heißen mag. Irgendwas mit Cat. Dead Cat. Dran gehabt. Ah, Dead Cat heißen, glaube ich, diese ganz fluffigen, ne? Die gegen den Ultra-Hardcore-Wind. Und ja, jetzt habe ich diesen dicken Knubbel dran. Ich glaube, der ist auch nicht schlecht. Und der, ja, keine Ahnung, hat jetzt keinen Vor- oder Nachteil. Einfach mal beides ausprobieren. Wobei die Voice-Qualität jetzt hier, also bei den Fallout-Videos, nehme ich direkt mit OBS auf, auch die Stimme. Das heißt, exakt vergleichen kann man es nicht, weil in OBS die Stimmaufnahme jetzt nicht so gut ist wie mit Audacity zum Beispiel. Verdammt, melde dich! Oh, ich weiß, dass du mich hören kannst. Wo ist sie? Wo ist meine Tochter? Kenji, bitte, du sitzt da jetzt schon seit Stunden. Kenji, hör doch jetzt auf damit, Kenji, du musst schlafen. Was? Wer bist du? Hallo. Tut mir leid, wir haben keine Zeit für Besucher oder Karawanen oder woher du auch kommst. Ich komme von Karawanen, Hausen. Tut mir leid. Ich habe die Angewohnheit, immer in Schwierigkeiten zu geraten. Wenn ich darüber nachdenke, erklärt das vieles. Ein guter Samariter? Gut, ich habe keine andere Wahl. Wenn du dir alles anhören willst, meine Tochter ist verschwunden. Sehr merkwürdige Antwort. Es fing alles mit diesem verdammten Funkgerät an. Unsere Tochter Kazumi repariert gern Dinge. Das Funkgerät war ihr letztes Projekt. Bis sie Kontakt zu einem Entführer aufnahm, der sie von uns weggelockt hat. Oder vielleicht ist sie von sich aus weggegangen. Sie ist kein Kind mehr. Unsere Tochter ist 19. Sie weiß, wie man überlebt und sie ist nicht dumm. Ich... Ich glaube, dass sie vielleicht ihr eigenes Leben leben wollte. Nein, wirklich? Sie hätte uns gesagt, wohin sie geht. Sie hätte irgendwas gesagt. Ich weiß, dass meine Tochter in Gefahr ist. Ich spüre es. Finde sie, bitte. Geld? Reden wir übers Geld. Nachforschungen zu Vermissten sind nicht billig. Natürlich.
Wie hören sich 350 Kronkorken an? Er fängt direkt bei 3,5 an. Kann man ein bisschen höher treiben. Je weiter sie weg ist, desto höher meine Ausgaben. Wir könnten 400 sagen. Komm, 400 läuft. Hast du eine Ahnung, wo sie hin sein könnte? Wir wissen, dass sie eines der Boote genommen hat. Mehr nicht. Sie könnte überall sein. Ja, hat aber recht, Patrick. Ich finde sie. Keine Sorge. Danke. Ihr Zimmer ist oben, falls das was hilft. Und wenn du Fragen zu ihr hast, nur zu. Gut, ich stelle mal Nachforschung an für 400 Darer, aber erst werde ich vollkommen speichern und euch da mal befragen. Was sagt ihr denn dazu? Mr. Nakano. Mr. Nakano. Hattest du Fragen zu meiner Tochter? Die habe ich tatsächlich. Gründe. Wieso ist deine Tochter wirklich verschwunden? Deine Frau sagt, sie wäre gegangen. Du behauptest, sie wäre entführt worden. Ich weiß, dass es Entführer waren. Kazumi ist clever, aber sie weiß nicht, wie furchtbar Menschen sein können. Nicht wie ich und Ray. Warum sollte sie einfach ihre Familie verlassen? Ohne Erklärung. Jemand hat sie dazu gebracht, ihr sicheres Zuhause zu verlassen. In jeder Minute, in der wir nicht nach meiner Tochter suchen, ist ihr Leben in Gefahr. Und wie sieht es mit dem Funkgerät aus? Erzähl mir mehr über dieses Funkgerät, das sie reparieren wollte. Ich versuche immer und immer wieder, das verdammte Ding zum Laufen zu bringen. Aber nichts. Ich dachte, dass sie es einfach nur zerlegen oder einen Toaster daraus bauen wollte. Wie sonst immer. Jemand hat Kontakt mit ihr aufgenommen und sie dann entführt. Mein Gott, welcher kranke Psychopath hat meine Tochter? Also. Nicht übertreiben. Keine weiteren Fragen oder sonst noch was? Kannst du mir sonst noch was über Kazumi sagen? Jedes Detail könnte entscheidend sein. Ich weiß nicht, was ich noch sagen soll. Sie ist mein kleines Mädchen und weiß nicht, wie gefährlich diese Welt ist. Ich hätte nie zulassen dürfen, dass ihr Großvater ihr beibringt, wie man diese Maschinen repariert. Ihr Großvater? Moment mal. Ihr Großvater? Er hat ihr beigebracht, das Funkgerät zu reparieren? Seit sie gehen kann, ja. Ihr Großvater hatte ein Talent für Maschinen. Und Kazumi hat es von ihm geerbt. Er ist vor kurzem gestorben. Früher hat er die Ruinen im Süden nach Teilen durchforstet. Ich habe ihm immer gesagt, dass er zu alt dafür wird. Okay. Ich habe erstmal keine weiteren Fragen. Beeil dich. Und die Mademoiselle, was hat diese zu sagen? Kate, machst du überhaupt mit, oder? Okay, die geht wahrscheinlich kacken. Mrs. Nakano. Ich nehme an, du hast weitere Fragen zu meiner Tochter. Ja, und zwar. Du und dein Mann scheinen unterschiedlicher Meinung zu sein, wieso eure Tochter verschwunden ist. Wir beide wollen sie finden. Die Welt da draußen ist kein Ort, an dem man alleine sein sollte. Aber für Kenji trägt sie noch immer Windeln. Er sieht sie nicht als junge Frau, die ihre eigenen Entscheidungen treffen muss. Vielleicht, weil ihm das mehr Angst macht. Sie wurde nicht dazu gebracht, ohne ein Wort zu gehen. Das war ihre Entscheidung. Sie wollte nicht, dass wir ihr folgen. Aber warum? Gute Frage. Erzähl mir von diesem Funkgerät, an dem deine Tochter gearbeitet hat. Ich weiß noch, wie aufgeregt Kazumi deswegen war. Ich dachte, dass sie insgeheim versuchen wollte, Kontakt mit Diamond City oder einer anderen Siedlung aufzunehmen. Wir sind hier draußen ziemlich abgeschieden. Sie hat nur uns als Gesellschaft und Kenji ist manchmal überfürsorglich. Ja gut. Ich würde gern mehr über Kazumi wissen. Vielleicht gibt uns das einen Hinweis darauf, wohin sie ist. Meine Tochter ist stark, konzentriert und umsichtig. Deshalb weiß ich, dass sie noch am Leben ist. Aber warum sollte sie gehen, ohne uns etwas zu sagen? Vielleicht haben wir... Nein, egal. Ich möchte nicht deine Zeit vergeuden. Moment mal, was habt ihr? Jedes Detail ist wichtig, Mrs. Nakano. Ich muss alles wissen. Es ist nur, dass wir viel mehr gestritten haben. Wir alle. Seit dem Tod von Kazumis Großvater. Aha. Er war der Einzige, der wirklich mit ihr reden konnte. Kenji und ich haben keine Ahnung von Maschinen, aber die beiden konnten stundenlang zusammenarbeiten. Sie fing an, bis spät in die Nacht im Bootshaus ihres Großvaters zu bleiben. Ich dachte, dass sie damit ihren Verlust bewältigen wollte. Aber jetzt frage ich mich, was sie vorhatte. Wo habt ihr denn die Leiche vergraben? Etwa im Bootshaus? Erstmal nicht mehr. Also wir gucken jetzt mal im Bootshaus um, weil so geht's ja nicht, ne? Ist klar, so geht es nicht. Kazumis Projekt, der Holobänder. Okay. Oh nein, und Jumpes. Hallo? Test? Bootshaus. Projektprotokoll. Holoband-Abspielgerät. Konnte das Ding zerlegen und etwas bauen, was leichter zu bewegen ist. Großvater sagt immer, dass man Aufzeichnungen machen soll, wenn man mit etwas anfängt. Für den Fall, dass man sie später braucht und so. Also, dann mache ich das mal. Vielleicht erstmal eine Liste aller Teile, die ich gefunden habe? Kazumi, dein Vater braucht Hilfe mit dem Boot.
komm gleich. Oh, verdammt. Habe ich das aufgenommen? Okay. Wir wissen also, dass sie hier... Das ist Platzverschwendung. Kate, bitte. So habe ich dich auch gefunden. Shazam. Gut schmecken, sehr gut. Was haben wir da? Eine Klebeband. Kleber. Es stand da gerade merkwürdiger Kleber. Aha. Opas Notiz. Ja, guten Morgen. Meine liebe Kazumi, solltest du den Safe nicht aufbekommen, findest du die Antwort hier im Bootshaus. Überlege, wo der Schlüssel sein könnte. Alles Liebe, Grafed. Ja, mit Experte, hallo? I'm an expert. Oh. Aha. Lächerlich, lächerlich. Aber es würde mich auch interessieren, wo... Wo wäre denn die Antwort gewesen? Der Herr, hä? Haben Sie die Kazumi angelogen? So, mal ganz kurz hier irgendwie... Hätte hier irgendwo ein Schlüssel rumgelegen, oder was? Naja, gut, ich will jetzt aber auch nicht lange rumsuchen. Wir haben es ja geöffnet. Klebeband und zack. Das letzte Holoband von ihr. Projektprotokoll. Ich selbst. Ich habe nie wirklich darüber nachgedacht, wer oder was ich bin. Aber, mein Gott, wo fange ich an? Das Funkgerät. Ich hatte recht mit der Reichweite. Ich konnte ein Signal empfangen. Ein starkes Signal aus dem Norden. Da oben sind Leute. Sie sagen, dass sie alle Synth sind. Synthetische Menschen. Erschaffen vom Institut. Mhm. Sie wollen einen Ort für ihresgleichen bauen, an dem sie sie selbst sein können und an der Seite von Menschen als Synths akzeptiert werden. Das hört sich wunderbar an, aber dann ging es um mich. Und Fragen kamen auf. Fragen, auf die ich keine Antwort habe. Ich meine, ich hatte schon immer ein komisches Gefühl. Als gehörte ich gar nicht hierher und es gibt Dinge in meiner Kindheit, an die ich mich nicht erinnern kann. Und dann diese seltsamen Träume. Ich werde weggehen. Mich mit diesen Zins treffen. Oh. Ich muss die Wahrheit über mich herausfinden. Sie haben gesagt, dass ich nach Norden in eine Stadt namens Far Harbor segeln soll. Von dort aus finde ich sie dann. Alles klar, ich denke, wir wissen Bescheid. Wir müssen scheinbar nach Far Harbor. Schrotpatrone, eine einzelne. Nice. Wir hören uns die Projektteile mal weiter an. Weißt du, was alles gebastelt hat? Projektprotokoll. Lampe. Jupp, eine Lampe. Glühfaden plus Strom gleich Licht. Manchmal glaube ich, meine Eltern machen das Zeug nur kaputt, damit ich was zu tun habe. Das ist ihr Zimmer gewesen. Alter, voll das coole Kinderzimmer, ey. Mit einer Karte, das ist nicht süß. So, nächste. Projektprotokoll. Funkgerät. Korrigiere. Funktionierendes Funkgerät. Endlich mal Neuigkeiten von außerhalb dieses Hauses. Mein Funkname wird... Nehmen wir Ohmsches Gesetz. Das sollte komische Typen verwirren. Und wenn es jemand kapiert, haben wir zumindest den gleichen technischen Hintergrund. Gut, da war noch was versteckt da unten. Ja. Projektprotokoll. Träume. Nehme auf, an was ich mich erinnere, wenn ich aufwache. Ich habe immer denselben. Ich bin in einem weißen Raum. Leute reden über mich, als wäre ich nicht da. Oder es ist ihnen egal, dass ich sie höre. Und dann ist da dieser Schock, wie ein kleiner Stromstoß in meinem Kopf. Und dann schauen mich plötzlich alle an. Hoffentlich habe ich heute Nacht nicht wieder den Traum. Okay, das ist sehr merkwürdig. Sie glaubt, also man hat es ja vorhin rausgehört, sie weiß nicht genau, wer oder was sie ist. Sie vermutet vielleicht selbst, dass sie ein Synth ist. Bist du fertig mit deinen Nachforschen? Warte kurz, ich bin doch am Nachforschen. Habe ich jetzt mal kurz meine Zeit, bitte? Dankeschön. Ich höre mir gerade noch die Sachen an. Hello? Projektprotokoll. Küchenmixer. Die Schaltkreise sind noch gut, aber die Mechanik ist durchgerostet. Vielleicht kann ich... Okay, Leute. Ich bin in ein paar Tagen zurück. Brauchen wir sonst noch was aus der Stadt? Was? Du gehst jetzt? Ah! Warte, Papa, ich könnte mitkommen. Es wäre besser, wenn ich allein gehe, Kazumi.
Keine Angst, ich habe deine Liste. Du weißt bei der Hälfte der Liste doch nicht mal, was es ist, Papa. Ich kann dir helfen, echt. Ich habe Nein gesagt. Ich... Tut mir leid. Du bist hier sicher, okay? Bleib mir zuliebe hier. Oh, okay. Okay. So, und das Letzte. Ich weiß, dass du enttäuscht bist, aber ich bleibe nicht lange weg. Ich liebe dich. Ich liebe dich auch, Papa. Hm, wie süß. Habt ihr gesehen, dass das Ding kein richtiges... Projektprotokoll. Radiation King Fernseher. Mama sagt, dass die Dinger vor dem Krieg tatsächlich Bild und Ton übertragen haben. Sie hat außerdem erwähnt, dass man noch einzelne Ruinen der Fernsehstudios findet, wenn man in die Stadt geht. Natürlich war sie nicht begeistert, als ich fragte, ob wir da mal hingehen könnten. Ich schweife ab. Ich konnte die Vakuumröhren reparieren und habe den Strom zum Laufen gebracht, aber naja, es gibt kein aktives Signal, das das Gerät empfangen könnte. Hm. Ich werde ihn wohl einfach ausschlachten. Für Ersatzteile. Ja, echt ein aufgewecktes Mädchen. Habt ihr das gesehen? Das ist irgendwie autopilotenmäßig da am Start. Wie steuert der Kerl das da? Naja, wir sagen mal, wie die Sache... Ich will nur noch zum nächsten Wasserloch. Kate! Entschuldigung, Mr. Nakano? Hast du was herausgefunden? Ja. Ich muss dir eine wichtige Frage stellen. Bist du sicher, dass deine Tochter ein Mensch ist? Was soll das denn für eine Frage sein? Warum fragst du? Deine Tochter hat eine Gruppe Synths kontaktiert. Sie glaubt, sie sei eine von ihnen. Was? Das ist doch Irrsinn! Sie ist kein Synth. Sie ist unsere Tochter. Wir haben sie großgezogen. Ich habe sie zur Welt gebracht. Sie ist Fleisch und Blut, keine Maschine. Bist du sicher, dass sie ein Mensch ist? Ja, ich kenne meine Tochter und sie hat sich nicht verändert. Sie wurde nicht ausgetauscht. Gut. Das hatte ich befürchtet. Jemand vergiftet die Gedanken meiner Tochter. Hast du herausgefunden? Hoppala. Seid ihr schon mal nach Norden gereist? Ich glaube, Kazumi ist nach Norden gegangen. Weißt du, was da oben ist? Wo genau? Ich bin die Küste hochgefahren, fast bis dort, wo das Wasser gefriert. Aber das ist eine weite Strecke. Ich glaube, ich weiß, wohin Kazumi ist. An einen Ort namens Far Harbor. Sie ist so weit nach Norden? Meine Güte. Das erklärt, wieso sie das Boot genommen hat. Du musst sie finden. Bitte. Nimm mein anderes Schiff da draußen. Hat mein Vater gebaut. Okay. Es hat ein Lenksystem und ist auf lange Strecken ausgelegt. Was erwartet mich da draußen, Kenji? Ich war bisher nur einmal in Far Harbor. Als ich noch ein Kind war. Ich weiß nur noch, dass Vater nicht lange bleiben wollte. Die Luft war wohl schlecht oder so. Ha. Ich gehe der Sache auf den Grund, Kenji. Danke. Und hier die Belohnung, die wir vereinbart hatten. Du bekommst noch etwas, wenn Kazumi sicher zurück ist. Ja, danke schön, Sir. Berichte der Bruderschaft von der Synth-Zuflucht, Berichte der Railroad von der Synth-Zuflucht. Ist es hier jetzt mit direkt dabei oder ne, hier? Das kann man natürlich nur noch kurz mal machen. Ich markiere die beiden mal. Bringe Fred Allen ein, hat er sie in der Suche. Hoppala. So. Muss ich das hier noch aktivieren? Sonstiges? Ne, muss ich nicht. Wir gehen noch kurz generell nach Hause und legen unseren Jumble ab und dann sind wir ready und können die ganze Sache angehen. Dann ist auch diese Folge erstmal rum und dann starte ich in der nächsten Folge direkt mit der Action. Ich würde sagen, wir testen mal beides. Ich glaube, wenn wir zur Railroad gehen, dann sind die wahrscheinlich erfreut, ne, dass wir da am Schlüssel sind und vielleicht helfen sie uns sogar oder schicken uns mit mehr Geld dahin. Was die Bruderschaft macht, weiß ich nicht. Das habe ich auch nie gemacht, also ich habe das denen nicht erzählt. Wahrscheinlich will die Bruderschaft hinfliegen und die alle ausrotten oder so. Das kann sein. Das ist möglich. Ach, die Mucke, ist das nicht schön. So, also alles weglegen. Haben wir sonst noch irgendwas dabei, was stört? Gucken wir kurz durch. Hoppala. Wir sind wieder ganz oben. Jagdboy, die Pistole, bla 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 bla. Das finde ich so ultra schwer beladen dahin gehen. Unser Plasma. Ja, aber ist die Plasmakeule am Start? Stimmt. Die haben wir noch gar nicht favorisiert. Den Kryolator. Ich glaube, ich lege den erstmal weg.
Corolla, vielleicht brauchen wir den da drüben, ja. Ihr habt recht, ihr habt recht. Was für eine Scheiße. Korsett, what the fuck? Was ist hier los? Ach. Wir brauchen einen Mülleimer oder so. Ich weiß, ich will die Sachen verkaufen, aber jetzt habe ich einfach keinen. Ich habe. Das geht jetzt nicht. Jetzt keinen Nerv, was zu verkaufen. Das hier können wir verschaffen. Oh Gott, oh Gott. Brauchst du was? Ey, ich brauche Schutz. Schutz vor der Strahlung. So, den Rest legen wir auch noch ab. Hoppala. Und ich glaube, das war's, ne? Hier ist mittlerweile wie immer einiges dabei. Wir können uns jetzt noch heilen lassen. Ich weiß nicht, was das für Nebenwirkungen hat überhaupt, diese ganze Chose mit dem... Aber gut, da drüben wird es sicherlich auch einen Arzt geben. So, wir gehen mal... Achso, das machen wir dann gleich in der nächsten Folge. Leute, bis gleich. Ciao, ciao.